immer noch Hunger. Hallo, Bea. Die kleine Raupe hat ganz großen Hunger. Hast du vielleicht etwas zu essen für sie? Oh, wie fein, Raupe. Bist du denn jetzt satt? Oh nein, du bist ja immer noch hungrig. Hallo Maus, die kleine Raupe hat so einen großen Hunger. Hast du nicht etwas zu essen für sie? Und Raupe, bist du jetzt satt? Du hast ja immer noch Hunger. Oh, guten Tag Fuchs, die kleine Raupe hat so großen Hunger. Hast du vielleicht etwas zu essen für sie? Was? Du hast selber großen Hunger und willst die Raupe mit Haut und Haar fressen? Nein, das geht auf gar keinen Fall. Und du hast ja immer noch Hunger, kleine Raupe. Genau, Bea. Ihr holt einfach noch mehr Honig. Ja, und mehr Käse. Raupe, der Bär hat dir noch mehr Honig gebracht. Und die Maus hat noch mehr Käse für dich. Schmetterling geworden. Deswegen hattest du so großen Hunger. Möchtest du jetzt noch etwas essen? Oh, jetzt bist du endlich satt. Und jetzt dürfen auch mal deine Freunde essen. Willkommen auf der Schmusedecke, Schmetterling. Ja, wir haben es geschafft. Keiner ist allein. Hier auf meiner Schmusedecke geht's uns allen fein.